Hallo und herzlich willkommen zu einem FFV, einem noch nie dagewesenen Facebook-Fakten-Video. Wie es der Titel vom Video schon verrät, soll es heute mal über Facebook-Fakten gehen und der schon wieder verdammt. Ich bin mal kurz weg. Hast du schon meinen neuen Post gesehen auf Facebook, wo so ein... Hallo? Du warst doch gerade noch da. Hast du schon meinen neuen Post gesehen, wo so ein süßer, wirklich süßer Hund auf dem Baby scheißt? Schau's dir mal an. Kennst du diese Leute, die abnormal viele Freunde auf Facebook haben? Ich stelle mir immer die Frage, bin ich noch normal? Wieso habe ich so wenig und die so viel? Bin ich so bescheuert und unbeliebt? Oh Gott im Himmel, ja wahrscheinlich. Aber abgesehen davon, Leute, die einfach Freunde in einem hohen dreistelligen, nein, sogar bis zu vierstelligen Bereich Freunde haben, erscheinen mir doch etwas komisch, würde ich mal sagen. Kann man überhaupt so viele Freunde haben? Ja, zumindest im Real Life halte ich das für absolut unnatürlich. Und ja, komisch, komisch, komisch. Zum Glück gibt es ja eine Studie, die sagt, dass zu viele Freunde auf Facebook unattraktiv machen, weil das dann doch nicht so normal scheint, so viele Freunde zu haben. Und ich bin relativ froh, dass es die Studie gibt. Im Jahr 2008 hat nämlich eine Forscherin aus der Michigan State University eine Studie durchgeführt, bei der Probanden verschiedene Facebook-Profile bewerten sollten und die hatten auch verschiedene Anzahlen an, ja, Freunden. Die Probanden sollten nämlich die verschiedenen Facebook-Profile auf ihre Attraktivität beurteilen und da kam ja so ein sehr interessantes Ergebnis bei rum. Am attraktivsten fanden die Versuchspersonen hauptsächlich Profile, die im Durchschnitt um die 302 Freunde hatten. Alles darüber und alles darunter, ja, war dann schon wieder merkwürdig und wurde nicht mehr so attraktiv eingeschätzt. Also halten wir fest, dass diese Personen mit so unfassbar vielen Freunden, über Tausende, gar nicht so beliebt sind, wie sie im ersten Augenblick scheinen. Man möchte ja auf so ein Facebook-Profil immer einen ganz guten Eindruck hinterlassen und postet meistens nur Bilder, bei denen man auch ganz gut aussieht. Eine Studie von Josef Walter aus dem Jahr 2008 hat untersucht, unter welchen Bedingungen man als attraktiv bewertet wird innerhalb seines Facebook-Profils. Dabei hat er herausgefunden, dass man umso attraktiver erscheint, wenn man auf Facebook ebenfalls attraktive Freunde hat. Das heißt, wenn man ganz hübsche Freunde auf Facebook hat, dass man auch selbst gleichzeitig als viel attraktiver wahrgenommen wird. Naja, also, wenn das so ist, dann schickt mir doch eine Freundschaftsanfrage. Besucht meine Seite auf Facebook, ich bin der Micha, lasst ein Like da und dann klären wir das schon. Ich helfe da gerne aus, ist ja ganz logisch. Weißt du was, halt deine Schnauze. Warum mischst du dich eigentlich jedes Mal ein, wenn ich hier ein Video drehe? Was geht eigentlich in deinem kleinen, verkrüppelten denn Gehirn eigentlich noch ab, du blöder Dummes. Kennt ihr diese Leute, die wirklich nur Stuss auf Facebook posten und du wirklich die ganze Timeline entlang nur beschissene Sachen lesen musst? Man liest lauter unnötige Sachen und man denkt sich einfach nur, was geht in deinem Kopf vor? Ich will diesen Scheiß einfach nicht lesen, verdammt! Wenn Leute immer zu langweiliges und nerviges Zeug posten, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die digitale Freundschaft sozusagen am ehesten gekündigt wird. Also das ist der Hauptgrund, warum Freundschaften auf Facebook tatsächlich beendet werden. Und das sag nicht ich, nein, das sagt wieder mal eine Studie von der Universität Colorado. Genau zu diesem Thema wurden nämlich 1500 Facebook-Nutzer befragt und es gab zwei Gründe, bei denen es am wahrscheinlichsten war, dass man tatsächlich diese digitale Freundschaft gekündigt bekommt. Auf Platz 1 lag nämlich, wie gesagt, das Posten von langweiligen Inhalten. Und auf Platz 2 lag das Posten von polarisierten Themen, wie zum Beispiel Gewalt, Religion, Politik oder Rassismus. Tja, oh, einen Moment. Ist das dein fucking Ernst? Schon wieder eine bekloppte Candy Crush Anfrage? Ja, ist doch geil, oder? So, das reicht mir aber jetzt echt. Du benutzt Facebook? Tja, dann bist du wahrscheinlich dumm. Zumindest behauptet das eine Studie, die 219 College-Studenten untersucht haben, die einerseits Facebook nutzten und andererseits eben nicht. Mit dem doch etwas beunruhigenden Ergebnis, dass Facebook-Nutzer schlechtere Noten hatten als eben nicht Facebook-Nutzer. Leute, die Facebook genutzt haben, waren nämlich um einen halben Notendurchschnitt schlechter als die Vergleichsgruppe. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, dass Facebook dann schuld ist, dass die Leute verdummen und bald als gehirnamputierte Zombies eine Invasion starten und die Apokalypse einleiten. Yes!
Eine mögliche Erklärung dafür kann sein, dass Leute, die eben viel Zeit mit Facebook verbringen, weniger Zeit fürs Lernen aufwenden und Leute, die eben kein Facebook haben, mehr lernen. Tja, aber auch selbst das kann man nicht hundertprozentig so bestätigen. Deshalb bleibt es aber dennoch ein durchaus interessantes Ergebnis. Stimmt's, Micha? Was? Ja, bestimmt. Mittlerweile sind es ja weit über 1 Milliarde, die tatsächlich bei Facebook angemeldet sind. Nur die Frage ist, wozu, warum und weshalb nutzt man überhaupt Facebook? Was sind die Motive? Genau das hat sich eine Studie aus dem Jahr 2008 gefragt und hat 6 Gründe herausgefunden, warum Facebook so wahnsinnig beliebt ist. Im Vordergrund steht die Kontaktaufnahme mit alten Freunden, sowie die soziale Überwachung, also quasi, dass man erfahren möchte, was die Freunde so machen, ohne mit ihnen zu reden, Bekanntschaften online nachzuschlagen, Fremde online zu beobachten und Statusmeldungen und das Teilen von Inhalten. So, das war's mit dem FFV, dem Facebook-Fakten-Video. Und schreibt's mal unten in die Kommentare. Ist Facebook eigentlich noch aktuell? Mir kommt so vor, als ob Facebook irgendwie total out wird und ausläuft. Und naja, der ganze Hype um Facebook ist doch eigentlich vorbei, oder? Schreibt's da unten in die Kommentare, belehrt mich eines Besseren, wenn das so ist. Auf jeden Fall, ich habe das Video nicht ganz umsonst gemacht, nämlich ich habe jetzt auch eine Facebook-Seite. Und wenn ihr wollt, dann guckt mal vorbei und liked diese Seite. Und ja, ich habe noch was, nämlich Twitter. Folgt mir auf Twitter, wäre eine tolle Überraschung für mich. Und ich lade jeden dazu herzlich ein, auch die Videos in der Endcard hier anzuklicken und anzuschauen. Und auf jeden Fall kann ich sagen, ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Mal. Macht's gut, haut's rein und tschö, tschö, tschö. Es hat gesessen. Naja, auf jeden Fall vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Ich glaube, sonst schlägt er mich wieder, dieser kleine, arrogante Micha. Okay, ich muss los.